Du bekommst weiterhin starke strukturierende Kräfte von Saturn in diesem Jahr. Neptun regt deine Fantasie in besonderer Weise an und Uranus liefert dir weiterhin innovative neue Impulse und Denkansätze. Auch Jupiter steht dir noch zur Verfügung und auf dich wirkt nur eine von vier Finsternissen direkt ein. Ich grüße dich ganz herzlich, meine lieben Fischegeborenen. Mein Name ist Bärbel Roy und ich stelle dir hier gleich zu Beginn eine direkte Frage. Willst auch du als Selbstständiger oder wenn du eine Führungspersönlichkeit oder jemand bist, der gern sein Leben selbst in die Hand nehmen möchte, möchtest auch du die Macht der Zahlenwirkung aus der Numerologie und Astrologie für deine geschäftlichen, persönlichen und finanziellen Entscheidungen nutzen, dann komme doch einfach direkt in ein Beratungsgespräch zu mir unter www.bärbel-roy.de unter dem Menüpunkt Beratung anklicken oder komme einfach auch gern in ein Kennenlerngespräch zu mir. Das findest du, die Links findest du überhaupt hier unten in der Beschreibung. Unter Calendly kannst du das buchen. Ja, ich sage mal, die horizonterweiternde Blickrichtung auf die aktuellen Entwicklungen ist bereits in aller Munde, das, was mit Astrologie und Numerologie zu tun hat. Und wer will eigentlich schon der oder die Letzte sein, die den Nutzen dieser Wissensbibliothek verstanden hat? Ja, wenn das dich neugierig gemacht hat, dann komme einfach auch gern zeitnah in ein Kennenlerngespräch zu mir. Unter dem Calendly kannst du das direkt bei mir buchen. So, und jetzt geht es in deine Jahresvorschau, meine lieben Fische und Fische-Aszendenten. Ja, du wirst in diesem Jahr durch den Realitätscheck von Saturn noch weiter auf Herz und Nieren geprüft. Du durftest ja jetzt schon so einige Übungen bekommen haben, denn seit letztem Jahr läuft ja der Saturn in deinem Sternzeichen. Die Prüfungen sind wichtige Qualitätsmerker. Und so bekommst du auch einen genauen Überblick für dich selbst, welche von deinen Vorhaben, von deinen Projekten, auch von deinen Hoffnungen und Wünschen wirklich das Zeug dazu haben, in der realen Welt Fuß zu fassen. Vor diesem Hintergrund kann man auch so manche Anstrengungen ganz gut annehmen. Die Erfolgsaussichten für das, was du dann in die Welt bringst, sind auf jeden Fall zu erkennen. Und du spürst ja mehr Verantwortung auf deinen Schultern lasten. Das ist mit Saturn einfach so. Da ist Disziplin und Struktur gefordert und das wird auch allerhand abverlangt. Und das Leben wird hier auch ein Stück weit ernsthafter. Und das fordert einfach von dir auch ab, dass du in deinen Aktivitäten klarere Linie fährst. Das kann alles, was jetzt mit Saturn zu tun hat, einen unglaublichen Wachstumsschub für dich verursachen. Also das ist ein Reifeprozess, der ein Meilenstein für dich darstellen kann, für deine zukünftigen Entwicklungen. Dafür steht Saturn. Ja, es ist keine einfache Geschichte, aber Reifeprüfungen sind nun mal auch kein, also es ist auch kein Spaziergang. So kannst du nun natürlich mit dem Fokus in deinem Lebensplan da direkt nochmal genauer hineinstarten, wo soll es in deinem Leben hingehen. Machst du also dir in deiner Umwelt zum Beispiel auch nochmal klar, dass du alles, was zum Beispiel nicht mit Ehrlichkeit oder so zu tun hat, wird auch unweigerlich sichtbar. Der Saturn prüft einfach auch alles und hier geht es besonders um die Geborenen der ersten und zweiten Dekade. Und in der Zeit vom 29.06. bis zum 15.11. kann dann auch nochmal eine stärkere Prüfung zum Vorschein kommen, denn dann wird der Saturn rückläufig und da wird nochmal der Daumen richtig in die Wunde gelegt, was keinen wirklichen Sinn ergibt und keinen Hand und Fuß aufweisen kann. Das wird irgendwo dann nachher automatisch entsorgt. Das nennt man auch das Kamel durchs Nadelöhr.
Ja, Neptun, unser Seelentieftaucher, als dein Zeichenherrscher in diesem, in deinem Geburtsbereich wird nun nochmal in diesem Jahr so einige nebulöse Verwirrspielchen mitbringen. Das ist ja schon einige Jahre so und du wirst hier natürlich grundsätzlich mit deinem Herrscherplaneten umgehen können. Manchmal kann es aber auch hier und da ein bisschen zu viel sein, wenn man das Gefühl hat, man kann den Wald voll lauter Bäumen nicht erkennen oder man ist einfach zu tief ins Wasser abgetaucht. Ja, deine intuitive Wahrnehmung wird auf jeden Fall sehr stark weiter erhöht bleiben, spirituelle Erfahrungen haben sehr heilenden Charakter und da kann man auch die heilenden Tätigkeiten sehr gut ausüben. Wenn du allerdings zum Beispiel wichtige Verträge oder Unterschriften leisten sollst oder da etwas dran ist, was da im Fokus steht, dann solltest du dir auf jeden Fall nochmal einen zusätzlichen Rat einholen, dass nochmal jemand mit drüber schaut. Auch in diesem Jahr sind hier gerade die Geburtstage vom 14.3. bis zum 20.3. ganz besonders im Fokus. So, Uranus und unser Revolutionär im Stier ist zu da in den Geburtstagen der dritten Dekade vorteilhaft positioniert und die stehen. Hier steht jetzt natürlich innovative Neuheiten weiter zur Verfügung. Uranus liefert ja immer viel Anregungen und Aufregung und überraschende neue Möglichkeiten, neue Momente oder Chancen, die da auch wirklich ausgezeichnet für die Erreichung für deine Ziele geeignet sind, wenn du natürlich diese Chancen dann auch nutzt. Ja, und hier sollte man auch nicht in alten Mustern verharren. Das kann auf jeden Fall einen interessanten Neubeginn für dich im Fokus haben. Also da soll was Neues in das Leben kommen, immer wenn Uranus eine Rolle spielt. Jupiter, unser Glücksplanet, steht dann noch bis zum 26.05. in deinem befreundeten Sternzeichen Stier und liefert dir so manche schöne Horizont erweiternde Erfahrung. Und wenn der Glücksplanet für dich aktiv ist, kannst du richtig in die Umsetzung kommen. Fortuna ist da auf jeden Fall an deiner Seite und auch das Universum und das unterstützt dich. Jetzt braucht man sich nur selbst bewegen, ne? Wenn du wichtige Projekte zum Strahlen bringen willst, dann nutze diese besonders günstige Phase, um deine Erfolge zu produzieren und zu manifestieren. Achte einfach auf den Neptun, von dem ich vorhin gerade gesprochen habe, dass du eine Klarheit behältst. Ab dem 26.05. ist dann Jupiter im Sternzeichen Zwillinge unterwegs und er steht zu den Geborenen der ersten und zweiten Dekade Fische im Spannungsfeld. Jetzt kannst du natürlich leicht in Übermut verfallen oder dich mit du wirst heimgesucht von großen Illusionen, Hoffnungen und Wünschen. Selbst ein spannungsreicher Jupiter produziert natürlich auch allerhand schöne Erfolge. Es ist aber lange nicht so harmonisch, als wenn das eine günstige Position zu deiner Sonne hat. Jetzt musst du auch gut aufpassen, dass du da den Mund nicht zu voll nimmst, dir nicht zu viel vornimmst, weil manche Dinge dann vielleicht doch nicht bewältigt werden. Aber das ist von meiner Seite auf jeden Fall erstmal nur ein Tipp. Du musst dann natürlich deine Entscheidungen selber treffen und vor allen Dingen vielleicht auch wirklich die Aufmerksamkeit schärfen, wann sich solche Momente zeigen. Beobachte dich einfach selber. Du stehst in diesem Jahr nur mit einer Finsternis im Kontakt und das ist die Mondfinsternis am 18.09. Der dazugehörige Vollmond steht dann in deinem Zeichen und aktiviert alle Themen, die mit dem Dienen, mit dem Helfen, mit dem Heilen zu tun haben. Alle Tätigkeiten, die da mit zu tun haben, die werden dann verstärkt eine Rolle spielen und stehen im Fokus der Aufmerksamkeit. Aber auch deine Selbstheilung, alle die Themen, die dich betreffen, stehen dann mit im Fokus. Meine Empfehlung ist an der Stelle, komme gern in ein persönliches Beratungsgespräch, damit ich da genau mal mit dir schauen kann, was denn für dich da wirklich jetzt in diesem Jahr ganz wichtig ist und dran ist und dein Jahresthema ist. Das geht unter www.berge-roll.de ganz einfach.
Und da kannst du auch hier in den Beschreibungen einfach auf den Link klicken. Oder du kommst einfach auch erstmal in ein Kennenlerngespräch zu mir. Und so, jetzt geht es mit den Zeiten der Liebe in 2024 auch für dich in interessante Zeiten. Der Liebesplanet Venus steht für dich vom 23.01. bis 16.02. in einem harmonischen Winkel im disziplinierten Steinbock, und das verleiht sehr strukturierte Energien. Da ist also weniger die Romantik aktiviert. Hier geht es um Klarheit, hier geht es um Verantwortung und vor allen Dingen auch um Treue. Und Saturn unterstützt dich in deinem Zeichen eben halt auch sehr, dass du realistisch mit deinen Themen auseinandersetzt. Auch geht es hier um verbindliche Beziehungen. Man kann dann tatsächlich auch seine Beziehung auf ein festes Fundament stellen. Ab dem 11.3. bis zum 5.4. verwöhnt dich dann die Venus in deinem eigenen Zeichen. Und das macht sehr sinnlich, mitfühlend, verträumt und verliebt. Es aktiviert deine künstlerische Ader, und in dieser Zeit verbindet sich Venus auch mit Saturn und fordert auch hier schon wieder den Realcheck und viel Verantwortung. Es ist für dich auch sehr hilfreich, weil es emotionale Unsicherheit gut in das Gleichgewicht bringen kann. In der Zeit vom 31.3. bis 6.4. verbindet sich dann Venus mit Neptun und sendet sehr romantische Liebesimpulse. Das kann dir sogar den Traumpartner in die Arme treiben. Ab dem 29.04. bis zum 23.05. ist die Liebesgöttin in deinem befreundeten Sternzeichen Stier unterwegs, und hier wird es wieder bodenständiger und auch angenehm sinnlich. Und in dieser Zeit trifft dann Venus auch auf Uranus, und das bringt dann ordentlich Aufregung ins Liebesleben. Plötzliche Liebesabenteuer sind da ganz leicht möglich, und es ist auch eine unberechenbare Energie, die viele Neuentscheidungen mitbringt in Liebes- und Geldangelegenheiten. All das kann dann eine Rolle spielen. Vom 17.06. bis zum 11.07. bekommst du dann sehr viele liebevolle Impulse von der Venus in deinem befreundeten Sternzeichen Krebs. Und jetzt kannst du dich gut um deine familiären Angelegenheiten kümmern. Es ist eine Zeit, für deine Lieben da zu sein, für die Kinder, auch mal was zu unternehmen und sich selbst auch Aufmerksamkeit zu schenken, sein eigenes inneres Kind zu pflegen. Das ist in dieser Zeit immer sehr, sehr gut. Vom 5.8. bis zum 29.8. steht dann Venus in der Jungfrau in einer kreativen Spannung zu dir, und das ist eine sehr verlässliche und loyale Energie. Sie fordert aber auch mehr Klarheit und Ordnungsbewusstsein von dir. Du kannst deine Liebe auch hier auf eine solide Basis stellen. Vom 23.09. bis zum 17.10. wird es dann ordentlich leidenschaftlich, wenn Venus im Skorpion unterwegs ist. In der Zeit vom 1.10. bis 9.10. bildet sich dann ein sehr schönes, göttergeschütztes Dreieck zwischen Venus im Skorpion, Mars im Krebs und Saturn in deinem Sternzeichen Fische. Das unterstützt dich in allen partnerschaftlichen Angelegenheiten, bringt vieles ins Gleichgewicht, was zuvor vielleicht im Unklaren oder ungleich war. Skorpion Venus ist aber, wie wir wissen, sehr transformierend. Was alles, was die Liebe betrifft, kann da ein starker Prozess angeregt werden. Aber vom 11.11. bis 7.12. gibt dir dann noch einmal die bodenständige Venus im Steinbock den Auftrag, dich sachlich und klar in deinen Partnerschaften zu positionieren. Und du bekommst hier auch viel stabilisierende Kräfte geschenkt, wo du dich auch wirklich positionieren kannst. In der Zeit, also jetzt habe ich noch die Zeiten der Kraft für dich mit Mars in 2024, und da geht es vom 23.3. bis 30.4. in eine unterstützende Energie, wenn Mars in deinem Zeichen unterwegs ist. Du bekommst intuitive Eingebungen, kannst diese Impulse nutzen und noch tiefer mit dir in Einklang kommen.
Mars steht günstig zu Uranus und Jupiter, was dich natürlich positiv in deiner Zuversicht stärkt und unterstützt. Ab dem 9.6. bis zum 20.7. ist dann Mars im Stier aktiv und er unterstützt dich hier auch mit viel Energie, mit Stabilität, viel Aufregung wird dann unterwegs sein, wenn die revolutionäre Energie vom 10.7. bis 20.7. in Kontakt mit Mars und Uranus steht. Das ist dann eine Umarmung und da sind sehr, sehr explosive Kräfte aktiv und die auch zur direkten Veränderung, auf direkte Veränderung ausgerichtet sind. Hier betrifft es besonders die Geburtstage der dritten Dekade. Und das kann dich auch in völlig neue Dimensionen hineinkatapultieren. Also sei einfach dafür mit deinem Geist dabei, wenn du merkst, dass da sich diese Energien entwickeln. Der Energieplanet steht für dich dann auch noch günstig vom 4.9. bis zum 9.11., wenn er durch dein befreundetes Sternzeichen Krebs wandert. Das verstärkt deine intuitive Wahrnehmung. Du spürst einfach auch genau, wann der richtige Zeitpunkt für die Aktivitäten ist, die du dir vorgenommen hast. Und da darfst du auch deiner Intuition sehr folgen. Und deine Regenerationsfähigkeit ist sehr hoch in dieser Zeit. Also ist das auch sehr gut für heilende Tätigkeiten. So, und an der Stelle empfehle ich dir noch einmal, komm in ein persönliches Beratungsgespräch zu mir oder nutze auch das Kennenlerngespräch. Du findest die Links dazu auch hier in der Beschreibung. Da ist auch mein Astro-Call, mein wöchentlicher Astro-Call dabei. Das Jahrbuch der Wochenhoroskope, was du dir holen kannst. Ich habe auch noch andere Dinge. Mein Coaching ist sehr, sehr interessant, wo ich für 4 Wochen, 8 Wochen und 12 Wochen Menschen direkt begleite in all ihren Entscheidungen. Auch da kannst du in ein Vorgespräch kommen. Und an der Stelle beende ich jetzt erstmal wieder meine Ausführungen für dich, meine lieben Fische, für deine Jahresvorschau. Und ich wünsche dir natürlich ein erfolgreiches, umsetzungsstarkes, kraftvolles Sonnejahr 2024 und das Jahr, das astrologische Jahr der 8. Sei jetzt ganz, ganz herzlich gegrüßt von mir, Bärbel Reuth, deine Astrologin. Tschüss, mach's gut. Alles Liebe.